Hallöchen, liebe Leute, ihr hört es schon, die Aufnahme läuft und wir spielen eine Runde Brotato am Donnerstag mit dem Normalo. Der Normalo ist der Just a Average Normal Casual Guy, wie heißt der Song? Ihr wisst es besser als ich mit Sicherheit. Der ist halt der Normalo, der erste Charakter, den man so spielen kann. Der ist so normal, dass er nur 5 extra Leben hat. 5% extra Tempo und 8 Ernte beginnt. Sorry, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Und wir spielen hier mit MPs. Das heißt, wir gehen aufs Lebensabzug, wir gehen auf viel schnellen Damage auf einzelne Ziele. Ich hoffe, dass wir hinter den AOE auch reinkriegen durch das Bandana. Wir haben, ihr seht mein wunderschönes Face davor, deswegen sage ich es euch. Wir haben 3 Bosse in Welle 11, 15, 17, glaube ich. Das heißt, es ist gut, Single-Target-Damage da zu haben. Wir müssen nur gucken, dass wir sonst auch die anderen Leute umlegen. Wir haben ganz gut gestartet mit 3 MPs. Den Baum, da möchte ich gerne noch mitnehmen. Die MPs werden halt hoffentlich irgendwann ausgetauscht durch Rüstung. Nehmen wir mit, 8% Schaden nehmen wir auch mit. Die werden irgendwann ausgetauscht durch Miniguns. Und dann gehen wir ein bisschen auf Lebensabzug, deswegen habe ich den Schmetterling auch schon gesaved. Wir nehmen am Anfang aber natürlich erstmal nur Waffen mit, weil in den ersten Runden viele Waffen kommen und je mehr Waffen wir haben, desto mehr Waffen werden uns auch im Shop angezeigt. Desto schneller haben wir die Waffen hoch. Ihr wisst ja, wie es läuft mittlerweile bei Brotato. Das, was wir kaufen, wird uns auch eher im Shop angezeigt. Immer mit berücksichtigen. Deswegen hoffe ich, dass wir die MPs auch schnell hochladen können. Außerdem ist es gut am Anfang, viele Waffen zu haben, damit wir auch einfach viel Schaden machen. Die Rüstung nehmen wir mit, das nehmen wir nicht mit, das Glück nehmen wir aber mit. Die MP möchte ich gerne haben, jetzt können wir den Schmetterling auch mitnehmen. Crit nehmen wir auch schon mal mit, ein Reroll und weiter. Crit ist halt gut, weil viel einzelner Schaden, also schnelle Angriffe, kann man gut hoch mitnehmen und hochpetern. Und da lohnt sich dann natürlich auch die Jagdprofil. Die macht ja mit einer 33%igen Chance, dass man bei einem Crit zusätzliche Materialien sammelt. Das natürlich, wenn man viel Crit hat, schnell angreift, kann das schon gut snowballen. Und Snowball ist ja gut, wie wir alle wissen. Ja, ansonsten wünsche ich euch ein frohes Osterfest. Ich hoffe, ihr habt es genossen und habt das getan, was für euch gerade richtig war und ihr braucht. Den Kampfschaden, Glück. Ob mit Familie oder ohne. Ich hoffe, es war eine gute Zeit für euch. Weil was auch immer ihr getan habt. Ja, Mandana ist eins der wichtigsten Items eigentlich für diesen Charakter, glaube ich. Gerade auf Gefahr 5. Wir müssen irgendwie den AOE-Damage reinkriegen. Wir haben hier, greifen hier gut einzelne Gegner an, aber sobald das mehrere werden, wird es einfach lästig. Das werden wir auch mit Sicherheit noch sehen in diesem Run. Das Bandana macht ja, dass man einen Gegner einmal mehr durchschlägt. Das heißt, der Gegner dahinter in den kleinen süßen Fretzen hier auch noch mitgetroffen wird. Das ist eigentlich die Mehrzahl von Fratz. Fretze? Kleine süße Fratze. Fratze? Vielleicht auch Fratze. Ihr wisst, was ich meine. So, das brauchen wir auf jeden Fall. Das wäre ziemlich cool. Hier Level 6 sind auf jeden Fall, weil sie jetzt schon die komisch hässlichen Fliegeviecher, die rote Kugeln verschließen, wenn man sie hittet. Die sind übel nervig. Wo sind sie denn? Sind sie gar nicht da? Kommen wir normalerweise mal bei Level 6. Da ist doch einer. Ja, da. Ihr da, genau. Ja. Euch habe ich noch gewartet. Auch die werden super nervig, wenn es davon ein paar mehr gibt. Auch das werden wir vielleicht noch erleben. Sollte diese Aufnahme jetzt endlich mal da auf YouTube landen. Ich habe schon 2, 3 gemacht, bin ich ehrlich. Ich will euch jetzt mal hier ein Gameplay am Stück zeigen. Brotato ist halt echt ein Game, habe ich gemerkt. Ist gut für den Stream. Wir haben Montag gestreamt, das ist echt Bock gemacht. Aber so für eine Aufnahme ist es echt zäh, weil du immer wieder neu starten musst. Weil irgendeine mal wieder nicht funktioniert. Das nehmen wir mal einmal mit. Ja. Ich hätte gerne mehr Waffen. Oh, Eiersuche, Leute. Frohe Ostern. Eiersuche.
Habe ich Montag auch zweimal zu viel gemacht, den Witz. Ich weiß, aber ihr wart ja nicht dabei, deswegen kann ich es euch auch mal erzählen. Und den Baum würde ich gerne mitnehmen. Dankeschön. Brauchen sich keine Eier mehr? Das irritiert mich. Das ist meistens kein so gutes Zeichen. Oh, darum sehe ich keine Eier mehr. Ich nehme der Fernkampfschaden mit. Sparschwein. MP. Und noch eine MP auf jeden Fall. Und die Linse will ich gerne saven. Level 8, die dicken. Den kommen wir ganz gut zurecht mittlerweile. Sprache und rannte rein. Ja, aber wir haben ja auch ein bisschen Lebensabzug schon, sollte wohl gehen. Da muss man dann, glaube ich, echt auf, da muss man dieser Welle, muss einfach wirklich drauf achten, wenn du damit Probleme haben solltest, wie ich ja am Anfang, ihr wart ja dabei, dass man schnell die Dicken umlegt. Weil wenn die erstmal stacken, zu mehreren, denen dann auszuweichen, ist super ätzend. Gerade wenn es die Wikinger-Dudes mit ihren Hörnern sind. Aber alleine, ihr seht, auch was ich vorhin mit Single-Target-Damage meinte, mit den MPs gegen einen, ist echt gut. Wenn die, das Feuer sich auf einen konzentrieren kann. Sobald es mehrere Ziele werden, streut das so sehr hier durch die Gegend, dass es einfach anstrengend wird. Deswegen ist Bandana durchschlagen. Yep. Das war doch eine gute Runde. Nö, Technik brauchen wir nicht. LP-Regeneration will ich auch nicht. Bei Fernkampfschaden klingt gut. Den Zahn nehmen wir mit für die Bosse. Nee. Ich möchte den Schmetterling gerne und ich möchte, glaube ich, auch mehr Schaden nehmen. Oh, wir haben minus 8 Schaden. Das geht gar nicht. Das geht nicht. Das müssen wir beheben. Ja, ich glaube, die Waffen sind gut. Ich glaube, wenn wir 9 sollten wir hinkriegen. Ich hatte gerade eine Runde, ich erzähle es jetzt einfach, weil sie wirklich bei YouTube hochgeladen wird. Das war insane. Da hatten wir hier schon 2 lilane MPs und eine lilane Minigun. Und ich hatte, glaube ich, 0 Glück. Also völlig, völlig random. Ja, manchmal. Ja. Manchmal bist du der Hund, manchmal bist du der Baum, oder wie war das? Aber. Wir gehen hier schön. Wir nennen diese Runde einfach Slow and Steady. Ja. Ein guter Folgentitel vielleicht auch, Slow and Steady. Bäume nehmen wir natürlich noch gerne mit. Ah, eine Kiste ist dazu gelohnt. Ihr hört's. Sift-Relikt. Chance von 100% ein Material sofort anzuziehen. Das heißt, alles, was wir umlegen, saugen wir sofort auf. Ich mache mal eben kurz. Joko wollte gleich online sein. Nur mal kurz schon mal rein. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Sift ist übrigens auch ein, was heißt auch? Sift ist ein Streamer, der hat ähnlich wie Henno, Hand of Blood, auch hier ein Item bekommen. Das ist natürlich cool. Ich würde gerne Fernkampfschaden mitnehmen. Ich glaube, ich nehme mal prozentualen Schaden mit, damit wir mal daraus ein bisschen aus dem Keller rauskommen. Und den Atomraketenwerfer nehme ich auch mit. Und ich sage euch auch warum. Ich glaube, dass wir neben dem Single-Target-Damage doch ein bisschen auch AOE-Damage reinbringen müssen. Und deswegen haben wir jetzt den auch in Rot. Okay. Die Miniguns werden weiterhin unsere Main-Waffe sein, aber wir brauchen auch ein bisschen was, was zwischendurch mal Kabum macht. Und ihr seht, dass das hier sehr gut funktioniert. So, die Frage natürlich, ob wir mit dem zweiten, machen wir den rot oder mach... Oder, nehmen wir noch einen zweiten mit.
Passiv drin, ist natürlich super geil. Ihr seht, alles, was jetzt halt gedroppt wird, fliegt automatisch zu uns. Das heißt, wir haben, nehmen sehr, sehr, sehr viel Geld mit. Was natürlich super cool ist. Wir brauchen auch nicht mehr so viel rumlaufen. Also wir können uns mehr darauf konzentrieren, dahin zu laufen. Also wir müssen keine Materialien mehr aufsammeln. Sondern dahin zu laufen, wo keine Gegner sind. Und vielleicht Bäume oder Früchte oder so, um uns zu heilen. Das ist natürlich schon einfach. Das ist ein geiles Ding jetzt gerade. 2 Level, nice. 3 Rüstung, danke. Nehmen wir gerne mit. 8 Rüstung haben wir jetzt. Ich nehme nochmal 3 Rüstung mit. Wir haben guten Schaden gerade drauf. Wir haben jetzt noch mehr Schaden drauf. Ich glaube, ich mache einen roten Atomraketenwerfer. Wir haben Welle 11, den Boss. Ich bin gespannt, was passiert. Das ist der dankenswerteste Boss, glaube ich. Jawoll, Leute! Boss umgelegt. Wir haben roten Atomraketenwerfer. Geile Scheiße. Und jetzt sterben wir wahrscheinlich wieder eine richtig dumme Kacke. Sifdrell liegt im Level 11 mit einem roten Atomraketenwerfer. Ist mir noch nicht passiert, bin ich ehrlich. Könnte eine gute Folge geben, Leute. Vielleicht wird es jetzt was. Also wenn ihr es seht und es auf YouTube ist es was geworden. Aber dann freut euch auf das, was jetzt noch passiert. ja, also es ist eine rote Kiste, ich weiß. Aber das passt sehr gut zu uns jetzt gerade, weil wir ja eigentlich auf den Single-Target-Damage gehen wollten. Das heißt, Lebensabzug ist gut. Ausweichen müssen wir auf jeden Fall nach oben kriegen. Ja, -2 Fernkampfschaden, das nehmen wir gerne mit. Und dazu nehmen wir auch nochmal 6% Ausweichen mit. Und wir nehmen nochmal mit, DMP, wir nehmen das mit, Weizen. Ein Reroll. Und gucken weiter. Jetzt wäre natürlich immer noch gut ein eine Minigun natürlich klar. Hier Dingens Bandana. Abpraller wäre jetzt auch insane mit dem Atomraketenwerfer. Es wäre auch gut, wenn wir noch es gibt so viele gute Items, die wir noch können. Was hatte ich denn gerade im Kopf, was ich sagen wollte? Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht ist das gleich mal wieder. Da muss ich mich ein bisschen konzentrieren, weil ich hatte schon ein, zweimal so richtig geile Runden und bin halt richtig dumm gestorben in der nächsten Welle und ich möchte nicht, dass das hier auch passiert. 14 oder 15 ist die nächste Bosswave. Ja, ist ja gut, dass wir den auch mal mitgenommen haben. Das hier läuft es gut. Wir machen natürlich jetzt super viel Materialien, weil wir alles immer sofort einsammeln. Das ist natürlich richtig geil. Das brauchen wir nicht mehr. Bei Fernkampfschaden nehmen wir gerne mit. Das nehmen wir auch gerne mit, um es ein bisschen zu heilen. Die MP nehmen wir auch sehr gerne mit. Das nehmen wir auch gerne mit. Das nehmen wir auch gerne mit. Ich glaube, ich gehe auch sofort wieder rein. Wir haben Sparschwein, ne? Ja. Das ist Welle 13. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob jetzt nächste oder übernächste Wave. Der Boss ist aber... Es wird uns auch egal sein. Sparen ist Sparen. Also dieser Atomraketenwerfer ist ja einfach nur krass. Den kriegt man übrigens, wenn man mit dem Soldaten eine Runde gewinnt. Der Soldat ist ein richtig witziger Charakter. Mit dem, das ist einer der wenigen, den ich auf Stufe 5 auch schon gespielt habe. Auch schon, also ohne Aufnahme leider, als ich das Spiel noch neu hatte. Auch obviously es geschafft habe, sonst hätte der Atomraketenwerfer nicht. Der schießt nur, wenn er sich nicht bewegt. Also man muss immer stehen bleiben. Das ist auch richtig witzig. Und es ist so witzig, dass ich glaube ich den nochmal mit euch spielen möchte, wenn wir hier viele Charaktere mal durch haben. Dann gehe ich da mal mit dem rein. Genauso wie der Lucky, den habe ich auch schon mal auf Stufe 5, Gefahr 5 gespielt. Ja, Baby mit Bart, was soll ich sagen? Nehmen wir mit. Crit, ja. Schaden. Ah. 15 ist Boss Wave. Einmal noch. Wir sparen.
und ich muss aufs Klo, Leute, aber das geht jetzt gerade nicht. mit Bart ist jetzt natürlich auch richtig gut. Also das ist auch die Alternative zum Bandana oder zum Querschläger natürlich. Das bringt auch den AOE-Schaden aufs Feld, ihr seht es. Das ist natürlich Zucker. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir so langsam auch vielleicht nicht auf Lebensabzug, sondern auf Lebensregeneration. Wie viel Lebensabzug haben wir? 11. Weil wir jetzt natürlich, dadurch, dass wir jetzt viel Flächenschaden auch machen mittlerweile, doch die MPs nicht mehr so häufig schießen. Und das könnte sich als problematisch erweisen, wenn wir irgendwo mal dummen Schaden fressen und uns dann halt nicht mehr hochheilen können, weil wir einfach nicht schießen. Also weil wir bei dem Abzug gibt es ja pro Hit quasi LP wieder drauf. Und gegen Lebensregeneration ja macht, dass man immer und permanent Leben wieder drauf kriegt. Das Sift Relic, Leute, das carried uns hier das ganze Game durch. Das ist ja einfach nur übel geil. 12 Schaden. Ja. Reichweite. Nee, fühle ich nicht. Was haben wir denn so an der Rüstungsfront? Haben wir 13. Das ist eigentlich. Ja. Das können wir schon mal mitnehmen. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Next Boss. Und es ist Föni. Schauen wir mal. Einmal kurz reingelaufen. Konzentration jetzt hier, Martin. Nicht viel Leben. Da ist er down. Nice. Leute, bisher haben wir alle Bosse umgelegt. Das ist mir noch nie passiert. In keiner Runde Brotato bisher. Das könnte die schwitzigste Runde überhaupt werden. Lebensregeneration nehmen wir jetzt mal auch an. Große Arme. Nahkampfschaden, Fernkampfschaden. Also ich sag mal, minus Rüstung, minus Tempo ist jetzt gerade okay. Wir haben gut Rüstung. Können wir nochmal was einkaufen? 5 Fernkampfschaden ist halt umsonst, ne? Immer mit. Also, weil 5 Fernkampfschaden ist schon auch nicht so bad. 9 Ausweichen nehmen wir auch nochmal mit. Da kommt die Rüstung schon wieder rein. Ein bisschen mehr Crit. Finde ich gut. Jo. Wir haben sehr wenig Tempo gerade. Das würde ich aber gerne noch ändern. Ich hoffe mal, dass wir gleich noch ein bisschen Tempo kommen. Deswegen nehme ich es jetzt mal mit. Zweites Bild mit Bart kann nicht schaden. Minigun würde ich noch fühlen gerade. Fände ich auch gut. Sonst platzt hier auch natürlich halt auch alles. Das ist sehr gut. Ja, bisschen LP-Regeneration. Wieder ein Elite-Gegner. Sind wir gespannt, was passiert. Das ist der nervige.
nee. Wow. Und Leute, wir gehen direkt wieder nahtlos rein hier ins Game. Das lief so gut gerade. Wir müssen das Momentum nutzen, was wir gerade nicht nutzen konnten. Und versuchen es jetzt direkt nochmal. Beharrlichkeit ist das Motto von Potato seit Sekunde One, Leute. Deswegen gibt es jetzt auch noch einen Schluck Mate für alle. Ordentliches Stoßgebet von eurer Seite. Und dann machen wir hier einfach direkt weiter mit einem Fernkampfschaden und einer MP. Den Zahn möchte ich gerne mitnehmen. Den Schredder möchte ich mitnehmen. Und hier möchte ich beides mitnehmen. Oh, und wir haben eine Horde in Welle 11. 14, 18 sind Bosse. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall auch in Richtung Schredder. Wir machen das genauso wie gerade. Wir machen wieder so einen geilen Mix. Ich glaube nicht, dass wir in Welle 11 oder so das Sift-Relic bekommen werden. Das war ja einfach nur insane gerade. Übel Bock gemacht. Ich kann mir auch nicht ganz erklären, warum ich draufgegangen bin. Das finde ich manchmal so random an Potato. Ja, vielleicht liegt es im Gameplay, vielleicht ist es mir, wahrscheinlich ist es sogar so. Aber so ganz, ne? Schießt dann auch nicht. Okay, finde ich nix. Dann kommt Schaden. Dum, dum, dum. Geil, es geht schon gut los, Leute. Es geht gut los. Ich bin dumm. Ich musste doch gerade pinkeln, oder? nach dem Schub Marte merke ich sofort wieder. Aber vielleicht ist es genau auch dieses. Vielleicht muss ich ein bisschen mit den Beinen hinterherhibbeln und wackeln, um mich ein bisschen auch zu pushen. Das ist die Gefahr, Leute. Es ist die Gefahr. Der Thrill. Der Potato lebenswert macht. Wir machen direkt weiter. Rüstung. Safe Atomraketenwerfer. Nochmal rüber. Nochmal rüber. Ja, okay, das ist dumm. Das lassen wir alles so, wie es ist. Vielleicht gehen wir auch nur auf. Nee, ne? Ich glaube, wir sollten. Also, wir haben. Oh Gott, Gott. Wir haben ja gleich eine Horde, aber wir haben danach ja auch wieder Bosse. Bei der Horde sollten wir auf jeden Fall sehen, dass wir richtig AOE reinklatschen, alles was geht. Bei dem anderen nicht. Das Wasser braucht wirklich niemand. Wir nehmen Ausweichen. Ich glaube, davon hatten wir gerade zu wenig. Den Schredder möchte ich gerne noch haben. Und den Schaden nehmen wir vorsichtshalber auch schon mal mit. Und ich glaube, wir gehen auf Lebensregeneration und nichts anderes. Oder Glück. Glück. Vielleicht, wenn wir jetzt aber irgendwann mal ein bisschen Bäume oder so bekommen, wir noch keinen Baum, ne? Nee. Baum, holzverleimt. Glück. Über Kisten. Wäre auch gut. Wir haben gerade das Sift-Relic aus einer Kiste bekommen. Völlig random in Runde 11. Stirbst. Stirbst. Danke. Das war eine gute Runde. Dies war eine gute Runde. Ja, Schaden. Lebensregeneration. Okay, nee. Da musst du erstmal hier ein bisschen gut machen. Aha. Aha. Ja, spekuliere ich wieder da drauf. Nee, wenn wir es Bandana kriegen, nehmen wir einen Kürbis mit. Wenn nicht, dann nicht. Ich gebe jetzt hier kein Geld aus. Vor allem nicht, wenn wir bisher mit den Raketenwerfern auch gut laufen. Ja, ein Raketenwerfer ist kein Atomraketenwerfer. Darüber bin ich mir im Klaren. Aber ein Raketenwerfer ist auch zumindest schon mal der zweite Teil vom Atomraketenwerfer. Nein, aber er ist halt schon mal ein Raketenwerfer. Und es ist eine schwere Waffe, das heißt, wir kriegen vielleicht auch mehr, nein, nicht vielleicht, wir kriegen mit einer gewissen prozentuellen Chance
mehr schwere Waffen im Shop angezeigt und auch ein Atomraketenwerfer ist eine schwere Waffe. Und ich hasse euch fliegende Viecher einfach. Ich kann mir nicht helfen. Muss man irgendwie mal dem Raketenwerfer sagen, dass er nur die angreifen soll. Aber ich glaube, wenn die mit einem Schuss one-shotted werden, dann schießen die diesen Scheiß auch nicht ab. Was uns alle nur helfen würde. Okay, ja, ist ja gar nicht schlimm. Kombiniere, kombiniere. Da ist etwas im Busch. Kombiniere, kombiniere weiter. Jo. Nein. So, jetzt diesmal nicht vergessen, es werden Eier gesucht, Leute. Wer Eier sieht, bitte meldet sich direkt hier in den Kommentaren. Da, Martin, oben links, war ein Ei. Hättest du sehen können, stimmt. Lieber Kommentarschreiberin, gebe ich dir vollkommen recht. Hätte man sehen können. Aber war ja auch so kein Problem. Also, doch um Entspannung und um Verzeihung, ja, Rücksicht. Irgendwas davon. Ansonsten platzt hier schon vieles recht gut. Das ist okay. Zwei Level ist richtig gut. LP, Rec nehmen wir mit. Flat-Schaden oder prozentual? Ich glaube, ich nehme mal Flat. Ihn hier nehmen wir mit. Und die drei Max LP nehme ich auch mit. Für Wellacht, die Dicken mal wieder. Haben gute Waffen, ich glaube, hatten wir die beim letzten Mal auch schon. So gute Waffen an dieser Stelle. Ihr werdet es wissen, oder wenn nicht, könnt ihr eben kurz zurückskippen und es auch in die Kommentare reinschreiben. Nein. Leute, schreibt bitte das rein, was ihr möchtet. Ihr könnt auch gar nichts schreiben und nur konsumieren. Ich freue mich natürlich über jeden Daumen hoch, weil ich dann auch sehe, dass es Leute gibt, die das Video gucken. Aber auch da seid ihr nicht zu verpflichtet. Wir monetarisieren hier eher nicht. Verdienen ja unsere Zergeld noch auf anständige Art und Weise, hat jetzt fast gesagt bei der Kirche. Ob das jetzt so anständig ist. Steht auf einem anderen Blatt. Kann ich ja mal eben. Wir können ja mal ein bisschen so. Wow. Auch ein bisschen talky drauf sein. Das ist völlig im Wahnsinn. Oh, geil. Explosionsschaden. Ja, okay. Geil. Ich habe mich heute sehr intensiv mit Türklinken auseinandergesetzt. Klingt super witzig, ist es auch. Wir haben in dem Ort, in dem ich arbeite, einen sehr großen Hersteller für Türklinken. Und da haben wir heute mal eine Werksführung gemacht vom Pastoralteam. Ich arbeite ja in einem pastoralen Raum in der Nähe zwischen Paderborn und Höxter. Und ich habe mich wirklich ertappt gefühlt, mal wieder bei dem Punkt, wo ich denke, wie viele Sachen in meinem Leben nehme ich eigentlich für selbstverständlich wahr, ohne dass ich mir da in irgendeiner Sekunde mal kurz Gedanken zu machen. Wie zum Beispiel Türklinken. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal über Türklinken nachgedacht, wo die herkommen, wer sich da so mit auseinandersetzt, wie man die herstellt, wer sich da richtig viel Mühe gibt, die auch herzustellen. Gut, die Firma da, die ist, ist jetzt auch, das ist jetzt nicht, ich sag mal, Atombauma-Türklinken-Niveau, das ist eher Reichstag und Schloss Bellevue-Türklinken-Niveau oder irgendwelche Museumsdinge oder so. Aber trotzdem ultra krass mal einfach zu erleben, wie Menschen sich den ganzen Tag damit beschäftigen, vernünftige, praktikable, hochwertige Türklinken zu erstellen. Das fand ich einfach, hat mich echt geflasht. Ich dachte, ich erzähle euch erstmal. Weil ich mich einfach, also das auf so einer Metaebene, habe ich wirklich gedacht, boah, es gibt so viele Dinge, von denen ich einfach keinen Peil habe, wie die eigentlich existieren oder in mein Leben kommen, aber sie sind einfach irgendwie da. So, das fand ich spannend. Ob ihr das auch spannend findet oder was ihr daraus ziehen möchtet, ob ihr das in irgendeine Richtung irgendwas übertragen möchtet, das überlasse ich jetzt mal euch. Das nehmen wir noch mit und dann gehen wir weiter. Das war die Welle 9 übrigens, ist doch gut gelaufen. Lilaner Raketenwerfer ist okay. Zu diesen Punkte, wir haben sehr null Glück. Okay, wir haben, wollte gerade sagen, wir haben sehr wenig Glück bisher. Da kommen wir nochmal ran.
Ansonsten nicht. Also ich sehe hier gerade kein großes Problem. Wir haben 12 Lebensregeneration schon. Ich glaube, es ist klug, wenn wir mal auf Lebensregeneration, nicht auf Lebensabzug gehen. Vielleicht lasse ich jetzt Lebensabzug auch final mal sein. Ich habe bisher noch echt... Obwohl, es gibt einen Charakter, wo ich mir vorstellen könnte. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch keinen Charakter kennengelernt, bei dem Lebensabzug Sinn macht. Aber ich glaube, der Läufer werden wir noch zu machen. Ein Video auf jeden Fall. Der Läufer greift insane schnell an und muss die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Und ich glaube, bei dem könnte es sich lohnen. Glaube ich. So, mal ausprobieren. Yo. Yo, yo, yo. Ah, da habe ich die. Ja. Hm, Stromgenerator bei 0 Glück. Hm, ja. Hm. Das nehmen wir noch mit. Gut. Können wir auch ein bisschen hochsetzen. Haben wir auch noch gar nichts zu gehabt bisher. Ist Horde-Zeit. Eieieiei, 20 Ausweichen, das ist nicht viel. 9 Rüstung ist auch nicht sonderlich viel. Wir haben sehr viel Fernkampfschaden, das ist okay. Wir haben insane viel Lebensregeneration, 15 Lebensregeneration. Und gute Waffen, wir gehen mal rein. Wir müssen sehen, dass wir vielleicht die tanky Dudes am Anfang sofort rausfokussen. Wenn das möglich ist. Ja, ich glaube, so gut rauszufokussen sind die gar nicht. Angriffstempo wäre es vielleicht auch mal ein bisschen, dass wir ein bisschen schneller angreifen. Weil wenn wir treffen, dann schallert's. Und ich sag mal, Lebensregeneration ist real. Wenn wir da jetzt nochmal eine traurige Tomate finden oder hier so ein Ersthilfekasten, wie das Ding heißt. Wäre geil. Ja, Horde, kein Ding. Horde ist gut gelaufen. Wir nehmen mal 15 Glück mit. Leute, ich sitze hier den ganzen Abend und erzähle was von Bandanas. Und jetzt machen wir den Bild auf Ballern, Atomraketenwerfer und wir kriegen das Bandana. Ich werd bekloppt, Digga. Ich glaube, das nehme ich auch mit scharfer Soße. Ist nicht so bad. Genau, jetzt seht ihr das, was ich eigentlich den ganzen Tag schon sagen möchte. Bandana ist übel geil, wenn halt es Dinge durchschlägt. Ich bin jetzt nur gespannt, ob ich mit dem Bandana das durchschlagen, da bin ich überhaupt kein Profi gerade, habe ich noch nicht erlebt, mir den Raketenwerfer komplett kaputt gemacht habe. Das weiß ich aber nicht. Das testen wir jetzt mal aus. Ja, ich meine, bisher fällt alles noch ziemlich gut um. Unsere MPs durchschlagen jetzt einmal die Ziele. Das heißt, sie treffen auch die Dinge, die dahinter liegen. Das ist natürlich cool. Wenn wir jetzt noch was mit Minigun oder so finden, dann gehen wir da auch mehr in die Ecke rein. Ich würde gerne ein bisschen... Hallo und herzlich willkommen zurück. Aller guten Dinge sind Tre, wie man so schön sagt. Welcome. Du befindest dich mit mir gemeinsam mit unserem super duper Atomraketenwerfer Kartoffel Johnny in einer Horde Welle 14. Die wollte ich euch nicht entgehen lassen. Ich habe mal ein bisschen ohne euch angefangen. Ich dachte ganz ehrlich, immer wieder nur von vorne ist auch echt langweilig. Ich wollte nicht schneiden, ich habe es mehrfach gesagt. Jetzt haben wir es doch gemacht. Wir hatten insanes Glück. Wir haben sehr, sehr früh viele Waffen bekommen. Und vor allen Dingen früh, ich glaube, Level 10 oder 11 oder so, random den Amboss. Und das führt dazu, dass wir jetzt sehr viele Waffen schon auf hohem Level haben. Und wie ihr seht, auch einen Atomraketenwerfer. Okay. Das ist Luck, ist genauso wie gerade. Ist jetzt irgendwie krass glückswendig. 2 Glück pro 1 Crit-Chance nehmen wir mit. Wir haben bisher noch nicht so viel Crit, aber das gönnen wir uns jetzt noch ein bisschen. 9 Max-LP nehmen wir auch dankend an.
Ich glaube, wir nehmen mal ein bisschen die Rüstung mit. Level 16 ist nämlich wieder ein Boss. Wir haben echt gute Dinge bekommen. Wir haben von dem Boss gerade, Level 11, haben wir die großen Arme gekriegt. Wir haben einen Bandana, wir haben einen Sturmgenerator, wenig Tempo aktuell, das seht ihr. Doch, seht ihr. Tempo 0. Aber natürlich, der Amboss ist, der ist insane. Der eine Atomraketenwerfer muss noch hochgelevelt werden. Dann haben wir alle Waffen auf Rot, dann ist jedes... Ja, was ist denn los hier? Wie viel Glück haben wir? 31 ist nicht viel. Mit 21 Lebensregeneration. Ein Könjamin, ey. Und wir gehen sofort wieder rein, Welle 15. Was noch cool wäre, wäre jetzt so eine Silberkugel oder so, aber wir machen insanesten Schaden. Also das wird hoffentlich dieses Mal wirklich was. Das läuft bis hierhin wirklich, wirklich gut. Da ist schon wieder eine Kiste, vielleicht das nächste rote Item. Wer weiß es denn schon? Ich gucke mal im Rüberschielen ein bisschen auf OBS, dass das hier auch alles schön für euch mitgeschnitten wird. Mal ganz ehrlich, nochmal spielen. Sehe ich nicht. Der nächste Charakter, wenn wir jetzt einfach mal in der Liste vorangehen, wäre, glaube ich, der Wilde. Glaube ich. Charakter, den ich noch gar nicht so gespielt, also überhaupt nicht gespielt habe. Ein ganz anderer Bild. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Nahkämpfer. Der Wilde oder der Raufbold? Können wir gleich mal gucken, ob wir hier das Ding mal endlich bezwingen sollten. Hopefully. Das schallert. Ne, Tyler brauchen wir nicht. Boah, Fernkampfschaden, Flat. Ein bisschen Weizen. Welle 18 ist der Boss übrigens erst. Nö, da habe ich jetzt gerade keine Lust mehr zu. Was brauchen wir denn jetzt noch? Sparen einfach. Die sind Sparschweine. 16, 17 können wir einfach mitnehmen, die Welle, ganz ehrlich. Ja, also ich meine, klar, jetzt wäre noch eine Minigun wäre cool, zum Beispiel. Die würde ich jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Noch einen Atomraketenwerfer brauchen wir, glaube ich, nicht. Die Bosse Single Target Damage und so, haben wir mehrfach schon besprochen hier in dieser Aufnahme. Hier sind wir mit den Buffern wieder zugange, diese kleinen Warzenviecher. Niedlichen kleinen. Die unterstützen, die verzaubern die anderen Freunde. Wenn sie so rot umrandet sind, halten die mehr aus und machen mehr Schaden. Da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. So schadensmäßig geht eigentlich. Also das Coole ist jetzt natürlich mit dem Amboss, wir bekommen jetzt alle Waffen auf Rot. Wir bekommen jetzt jede Runde zwei Rüstung dazu. Das ist natürlich Zucker. Da werden wir schön uns in einem ganz guten Rüstungsmodus bewegen auch. Ausweichen können wir noch ein bisschen mitnehmen. Das wäre vielleicht sogar wahrscheinlich wirklich gut. Zur Lebensregeneration. Ja, Crit ist Glück, aber wir brauchen eigentlich kein Glück mehr. Tempo ist Schaden. Wir haben ja den Stromgenerator. Tempo ist gut. Das nehmen wir nochmal mit. Tempo ist Schaden. Schaden können wir grundsätzlich nur mitnehmen. Dann gehen wir wieder rein. Das Rollen wird sonst ein bisschen teuer werden. Der Boss Welle 11 war der, der die Eier legt. Also der war auch echt dankbar. Da wusste ich schon, okay, mit dem kann ich umgehen. Ich habe die Vermutung, wie viel Rüstung haben wir jetzt? Wir haben jetzt schon 11 Rüstung. Gleich 13 beim nächsten Boss. Plus nochmal 4 on top. Sind wir bei 17 Rüstung in Welle 20. Das ist okay. Und unser Leben heilt sehr, sehr schnell wieder nach. Wir haben jetzt mittlerweile 24 Lebensregeneration. Traurige Tomate finde ich jetzt noch cool. nochmal richtig das Ding nach oben bringen. Ich wollte eigentlich auf Lebensabzug gehen, bin ich auch ein bisschen. Also wir haben auch 5 Lebensabzug dabei. Und dann kamen die Atomraketenwerfer und dann war wieder klar, okay, habe ich glaube ich auch schon mit euch besprochen, diese Aufnahme. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir Leben auch wieder herstellen, ohne dass wir viel angreifen. Da habe ich aber gerade kurz noch ein bisschen Schaden genommen. Ja, die Blutspende brauchen wir nicht. Waffen brauchen wir auch nicht mehr. Nee, das brauchen wir alles nicht. Und das haben wir 5% weniger Gegner. Ein bisschen ausweichen, ein bisschen Crit ist gut. Das möchte ich, glaube ich, nochmal mitnehmen. Wie ist so aus? Okay, das ist er. Er ist doof.
aber Leute, ich habe selten so smooth, glaube ich, einen Gegner gekillt. Also einen Boss. Geil. Wir machen insane Schaden. Insane Schaden. Wir können uns ein bisschen schneller bewegen. Das finde ich noch gut. Ein bisschen mehr Tempo. Tempo ist auch Schaden. Wir haben einen Stromgenerator. Das wäre cool. Ansonsten bin ich sehr zufrieden, wie das gerade hier läuft. Geil. Extra mal ein bisschen spät. Hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Habe ich überhaupt, sehe ich zum ersten Mal, glaube ich, das Item. Es gibt immer ein Leben, wenn man eine Frucht aufsammelt. Maximal 10 pro Welle. Das heißt, wir haben noch in der Welle, ja, eigentlich haben wir nur noch, also ja, nehmen wir natürlich mit, aber wir kriegen nur noch 10 Leben drauf. Ist ein bisschen schade, aber gut. Nehmen wir natürlich trotzdem gerne an. Boah, brauchen wir alles nicht mehr. Bei der 19 nehmen wir jetzt nochmal mit. Und dann rollen wir gleich komplett runter und hoffen, dass wir noch irgendwas kriegen. Silberkugel oder so, finde ich noch richtig cool. Muss natürlich sehen, dass wir auch die Früchte alle aufsammeln, weil ich glaube, das funktioniert auch am Ende, fliegen ja alle Früchte auf uns zu. Sollte da also auch gehen. Es läuft hier alles gut. Also wenn ich es jetzt nicht hinkriege, werden so viel Glück in der Runde, dann beende ich hiermit offiziell mein Brotato-Projekt. Das ist einfach... Manchmal ist es ein bisschen zäh. Ja. Ich meine für umsonst. Nummer 5 LP. Nicht so schlecht. Ausweichen nehme ich auch noch mal gerne mit. So, was haben wir denn hier? Ja, wegen der selbst, das bringt uns jetzt gerade gar nichts mehr. Das ist zu spät. Nochmal 5 ausweichen. Glück bringt uns auch nichts mehr. Adrenalin nehme ich mit. Und Durchschlagschaden für das Bandana. Und nochmal die Reichweite. Und dann gucken wir mal. Okay. Wir machen guten Schaden. Glaube ich. Nicht in die Ecke drängen lassen, das hatten wir beim letzten Mal. Yo. Ein Uno ist down. Und Nummer 2 auch. Leute, wir haben's. Oh krass. Kann er was freischalten? Geil. Wir haben die Kartoffel freigeschaltet. Cooles Item. Stackt alles ein bisschen hoch. Geil. Ich freue mich. Schön, dass du zugeschaut hast. Ich sage ciao. Ach nee, ich habe ja versprochen, wir gucken mal, wer als nächster dran ist. Als nächstes kommt der Raufbold. 50% Angriffstempo. Waffenklasse waffenlos. Das heißt, es wird geht in Faustkampf. Mano a Mano hier. Wird bestimmt witzig. Hoffe, du schaltest wieder rein. Und ich sage ciao und bis bald. Adieu.